Hi Leute, heute ist Samstag. Ich hatte gestern schon einen Tag frei, also am Freitag. Donnerstag war ich sozusagen den letzten Tag arbeiten. Also den letzten Tag. Ich habe jetzt nämlich 5 Tage frei am Stück. Heute ist quasi schon der zweite Tag, wo ich frei habe. Ich war noch nicht so produktiv, wie ich es vielleicht hätte eigentlich sein sollen oder wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Ich denke mir immer, wenn ich euch das sage, was ich machen will und was ich so plane, dann ziehe ich auch durch. Aber ich habe nicht durchgezogen. Obwohl ich sagen muss, komischerweise kurz vor meinem Urlaub habe ich ja richtig durchgezogen und habe ja, damit in meinem Urlaub wirklich jeden Mittwoch und Sonntag ein Video online geht. Aber alles andere, also komischerweise da habe ich das geschafft, so richtig durchzuziehen. Ich weiß nicht warum, was manchmal mein Ansporn ist oder warum ich mich manchmal einfach nicht motivieren kann. Ich kann es euch nicht sagen. Eigentlich war ja mein Plan, Donnerstag nach Arbeit schon mal den Vlog zu schneiden, der diesen Sonntag, also von mir aus gesehen, morgen online gehen soll. Ich habe Donnerstag nichts mehr gemacht. Aber das lag daran, normalerweise gucken meine Eltern ja immer abends ihre Serien. Aber an dem Abend haben meine Eltern sich entschlossen, weil sie hätten so oder so mit einer neuen Serie anfangen müssen. Und da hatten sie sich so oder so schon dafür entschieden, dass mein Papa seine Serie noch zu Ende guckt und meine Mama und ich die zweite Staffel Tote Mädchen Lügen nicht zu Ende gucken, was wir natürlich obvious nicht geschafft haben. Hi, hier gerade Betty aus dem Schnitt. Weil ich ja gerade einfach so erzählt hatte, oh ja, meine Mama und ich, zweite Staffel Tote Mädchen Lügen nicht. Ich hatte euch gar nicht erzählt, dass ich mit meiner Mama jetzt nochmal Tote Mädchen Lügen nicht angefangen habe. Ich habe ja die Serie schon geguckt. Nur meine Mom hatte die halt noch nicht gesehen und ich wollte die halt mal mit meiner Mom zusammen gucken, weil ich finde, dass es halt ein wichtiges Thema ist und ich hätte es eigentlich gerne mit meinen Eltern zusammen geguckt, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass die Serie, glaube ich, nichts für meinen Papa ist, weil er halt auf ein bisschen mehr Action steht und so und sowas dann, glaube ich, relativ langweilig findet. Auch wenn ich eigentlich finde, dass jeder mal diese Serie gesehen haben sollte, weil sie einfach so unglaublich wichtig ist. Dennoch, ja, habe ich sie im Endeffekt mit meiner Mama angefangen. Und wir waren dann schon mit der ersten Staffel durch. Und waren ja dann quasi bei der zweiten Staffel und die wollten wir ja auch noch zu Ende gucken. Whatever. Und das Ganze hatte ich halt schon erzählt, eigentlich in einem Vlog davor, einen Vlog davor, den habe ich aber nicht hochgeladen, weil der mir nicht zugesagt hat. Habe ich ja öfter, aber jetzt gerade habe ich so viel davon erzählt, irgendwie von Sachen, die jetzt halt ziemlich zusammenhangslos sind. Deswegen wollte ich mich jetzt gerade nochmal aus dem Off sozusagen melden. That's it. Also nur, dass nicht alle verwirrt sind. Ich habe ja Tote Mädchen Lügen nicht schon lange geguckt. Die erste Staffel und die zweite Staffel und die dritte. Zu meinem jetzigen Zeitpunkt habe ich auch schon die vierte Staffel geguckt, aber da sind wir ja bei meinen Vlogs noch nicht angekommen. Dauert aber gar nicht mehr so lange. Ja. Nur damit ihr das nicht für Verwirrung sorgt, wie gesagt, ich wollte die Serie halt einfach nur nochmal mit meiner Mama zusammen gucken. Und wir waren dann halt zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme hier gemacht wurde, bei Staffel 2. Aber das war eigentlich so der Plan. Also hatten sich meine Eltern schon so ausgemacht irgendwie, weil mein Papa hat gerade die Serie Carnival Row geguckt und er hatte da auch nur noch 2 Folgen, wenn ich mich nicht irre. Und er hat nur eine Folge geguckt. Meine Mama und ich haben von Tote Mädchen Lügen nicht eine Folge auch nur geguckt oder so. Oder 2 sogar, ich bin mir nicht sicher. Deswegen habe ich halt Donnerstag auch nichts mehr gemacht. Carnival Row läuft übrigens auf Amazon Prime und Tote Mädchen Lügen nicht auf Netflix, falls das einige von euch interessiert. Carnival Row hatte mein Papa damals eigentlich mit meiner Mama angefangen. Meine Mama kennt also quasi die erste Folge, aber es war nichts für sie. Deswegen hat mein Papa gesagt, gut, dann schaut er die Serie alleine weiter. Und ja, entschuldigt bitte das Licht, es ist schon sehr, sehr spät und damit auch sehr dunkel. Und ich will hier kein Licht anmachen, weil Licht immer so gelblich ist. Und solange wir noch einigermaßen so ein kleines bisschen Tageslicht haben, will ich das gerne dabei belassen. Danke. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich deswegen Donnerstag nichts mehr gemacht. Ich bin dann auch, nachdem mir meine Mama und ich ja dann durch waren, also nachdem wir dann 1 oder 2 Folgen geguckt hatten, sind wir ja dann auch ins Bett. Freitag war mein Plan auszuschlafen, aber ich habe im Endeffekt nur bis kurz nach 8 geschlafen, weil ich wahrscheinlich noch meinen Rhythmus von vorher drin hatte, was mich so ein bisschen genervt hat. Aber gut, damit hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit. Obwohl ich sagen muss, ich habe das Gefühl, am Freitag ist die Zeit dennoch so schnell vergangen. Ich habe
zum Frühstück eine Folge Sneaky Pete geguckt von der Serie, die ich gerade gucke. Und irgendwie habe ich nicht mehr geschafft, die eine Folge so richtig komplett zu gucken, weil ich ständig unterbrochen wurde von meinem Papa und ständig auf Pause gedrückt habe. Also da hat die eine Folge quasi ewig gedauert, weil ich ständig unterbrochen habe. Und naja, keine Ahnung. Und dann habe ich auch ewig gefühlt gefrühstückt, weil ich ja ständig noch mit meinem Papa ein paar Sachen gemacht habe und tralala. I don't know, auf jeden Fall hat das alles irgendwie länger gedauert, als es vielleicht hätte dauern müssen, keine Ahnung. Ja, und ich habe dann quasi am Freitag auch nichts Spannendes gemacht. Ich habe mich dann nur irgendwann, da war es aber auch schon extrem spät, ich glaube, da war es auch schon gegen 13 Uhr oder so, wenn es nicht sogar fast schon 14 Uhr war, habe ich mich dann an meinen Rechner gesetzt und habe den Vlog für Sonntag geschnitten, den ich ja eigentlich Donnerstag schneiden wollte. Und ich hatte eigentlich vor, Freitag irgendwie noch ein Video für nächste Woche Mittwoch zu schneiden, ein Hauptvideo. Aber naja, gut, hat dann natürlich irgendwie alles nicht so geklappt. Ja, aber ich habe wenigstens das Video für Sonntag geschnitten, da war ich ganz happy, dass ich das fertig gemacht habe. Das muss ich jetzt aber auch immer noch hochladen. Das werde ich vielleicht nachher machen oder so. Bevor ich ins Bett gehe, werde ich das hochladen und alles einstellen dafür. Weil ich hatte heute dazu gar keine Lust. Ich habe heute auch nichts geschnitten. Gestern nichts. Gestern, klar, mein Video, mein Vlog fertig geschnitten. Aber ich habe dann auch, ich bin ja abends mit meinen Eltern noch essen gegangen. Nach Corona jetzt das erste Mal essen. Mein Papa wollte unbedingt zum Griechen, weil er richtig Bock darauf hat. Und deswegen sind wir essen gegangen. Danach hat mein Papa nämlich noch seine letzte Folge von seiner Serie geguckt. Die eine. Das war dann die letzte Folge auch von. Hat ja irgendwie nur eine Staffel bisher. Und das war auch die letzte Folge, die hat mein Papa noch geguckt. Und dann ist er auch schon wieder ins Bett verschwunden. Meine Mama und ich mussten auch nur noch eine Folge, glaube ich, von der zweiten Staffel gucken. Tote Mädchen lügen nicht. Und dann waren wir damit durch. Und dann haben wir aber auch schon mit der dritten Staffel angefangen. Da haben wir, glaube ich, die ersten beiden Folgen geguckt oder so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, ich weiß nicht, inwiefern meine Mom diese Serie mitnimmt oder nicht. Bei einer Stelle in der letzten Folge, in der zweiten Staffel, dachte ich auch, dass meine Mama Pipi in den Augen hatte. Aber zwischendurch hat sie immer so Sprüche gerissen, aber ich weiß nicht, ob es einfach nur ist, um sich selber so ein bisschen runterzubringen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist jetzt auf jeden Fall ganz schön. Also meine Mama hat auch gleich gesagt, sie will direkt mit der dritten Staffel weitermachen, weil es die zweite Staffel so offen war und bla am Ende und sie unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Ich hätte nämlich ansonsten gesagt, ich gucke dann mit ihr die dritte und die vierte Staffel dann auch wieder zusammen, weil die vierte Staffel kommt ja jetzt auch Anfang Juni. Die will ich aber dann ja auch noch gucken. Weil ich habe ja die ersten drei Staffeln auch alleine geguckt. Also gucke ich die vierte Staffel auch alleine, um dann das Ganze quasi nochmal mit meiner Mama zu gucken. So, ne, wie ich das jetzt auch so gemacht habe. So wollte ich das jetzt mit der vierten Staffel auch machen. Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade mal angefangen mit der dritten Staffel. Normalerweise, es ist ja, glaube ich, sogar am 2. Juni oder so kommt ja die vierte Staffel Tote Mädchen lügen nicht. Aber ich will ja jetzt schon weitermachen mit einer Serie. Deswegen, ich muss mal schauen. Ja. Auf jeden Fall, heute habe ich auch nichts gemacht. Ich habe heute nämlich mich darum gekümmert, dass ich endlich mal die Serie, die ich im Moment gucke, Sneaky Pete, zu Ende gucke. Zwischendurch waren wir dann aber auch draußen im Garten, haben heute Burger gegrillt und so. Also, ja, wir haben heute einen Putztag gehabt, dann habe ich endlich mal meine Sonnenblumen eingepflanzt. Dies, was ich unbedingt mal machen wollte und mir war es wichtig, das nach den Eisheiligen zu machen. Und, ja, auf jeden Fall habe ich ja dann die Sonnenblumen endlich eingepflanzt, meine Sonnenblumen. Ich hoffe, das wird alles was. Ansonsten waren wir noch draußen im Garten. Ich habe noch ein bisschen YouTube-Videos im Garten geguckt. Eins. Wow. Ja, also eigentlich ist heute nichts Spannendes passiert. Heute war gefühlt wie so ein Sonntag. Dabei ist morgen erst Sonntag. Und ich habe dann jetzt gerade eben die Serie Sneaky Pete zu Ende geguckt. Ist übrigens auch ein Amazon-Original. Ich habe ja schon mal ein Amazon-Original geguckt, was ich so semi-gut fand, beziehungsweise es hat sich meiner Meinung nach von Staffel zu Staffel gebessert oder vielleicht habe ich mich einfach dran gewöhnt und fand es dann irgendwann ganz gut. Genau, weiß ich nicht. Und zwar war das ja die Serie The Affair. Die hat ja, glaube ich, 4 Staffeln. Da muss ich auch sagen, die vierte Staffel war meiner Meinung nach offen und ich hätte mir gewünscht, dass es weitergeht. Aber bisher ist, glaube ich, noch keine 5. Staffel rausgekommen, soweit ich mich erinnere. Meine Eltern haben schon mal ein Amazon-Original geguckt, das nannte sich American Gods. Da meinte mein Papa auch, der Trailer war übel interessant, das hat ihn mega interessiert und er dachte, oh Mann, das wird bestimmt mega geil. Die ganzen,
alle Folgen waren irgendwie, glaube ich, übel langweilig. Oder war nur die erste Folge spannend? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nee, ich glaube, auf jeden Fall war die letzte Folge dann richtig spannend, weil er meinte, oh, jetzt geht's dann erst richtig los. Aber er musste sich quasi mit meiner Mama zusammen durch die ganze erste Staffel kämpfen. Dann haben sie sich die zweite Staffel gegeben und die war wieder nur scheiße, meinte er. Deswegen haben meine Mama und mein Papa auch gesagt, wenn dann eine dritte Staffel kommt, die werden sie nicht mehr gucken. Einfach, weil sie es nicht gut genug finden. Also da dachte ich dann auch so, Netflix-Originale waren bisher immer richtig gut. Also es gab wenige mit Netflix-Originale, die ich nicht so gut fand. Und bei American Go bei Amazon-Originalen gab es mittlerweile ja scheinbar schon ein paar mehr Originale, die nicht so gut waren. Dann habe ich aber The Marvelous Mrs. Maisel geguckt und fand The Marvelous Mrs. Maisel persönlich richtig gut. Love it, immer noch diese Serie. Und meine Eltern haben dann Sneaky Pete geguckt und fanden die Serie richtig gut. Und auch ich wollte die Serie gucken, weil ich die auch, ich glaube, bei Charmaine, eine Influencerin, die ich auf Instagram verfolge, die hatte mal eine Serienliste gemacht und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, stand auf ihrer Serienliste Sneaky Pete. Wenn ich mir jetzt nicht komplett daneben liege. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will unbedingt die Serie Sneaky Pete gucken. Weil die scheint ja wirklich gut zu sein. Und selbst meine Eltern haben gesagt, sie fanden die Serie richtig, richtig gut. Ja, und jetzt habe ich Sneaky Pete zu Ende geguckt. Also kommt jetzt mein Fazit zu Sneaky Pete. Sneaky Pete, wie gesagt, ein richtig gutes Amazon-Original. Hat drei Staffeln, jede Folge, ja, weiß ich nicht, geht im Schnitt 45 Minuten, vielleicht bis 50 Minuten. Also ich glaube, es liegt alles in normaler Serienlänge. Hat. Alle drei Staffeln haben jeweils 10 Folgen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also es liegt alles im Rahmen, das ist alles super entspannt. Dass ich so lange gebraucht habe, um diese Serie zu gucken, lag einfach nur daran, weil es für mich keine Spannungsserie war. Es war eine entspanntere Serie zum Gucken und auch ganz lustig und so zwischendurch. Also deswegen fand ich das persönlich ganz gut. Ich hatte nicht das Gefühl, ich musste richtig so binge-watchen und so, was für mich aber immer nicht heißt, dass es schlecht ist. Aber ja, es ist für mich einfach dann so, dass ich dann auch mal öfter zwischendurch was anderes mache. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit viel Gronkh Let's Plays auch nachgeholt und habe viel andere Sachen gemacht und zwischendurch gar keine Zeit gehabt, um irgendwas zu gucken. Und ja, deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger für Sneaky Pete gebraucht, aber ich glaube, man kommt dann natürlich auch viel, viel schneller durch. Meine Eltern allein sind ja auch viel schneller durchgekommen. Und ich muss sagen, Sneaky Pete ist eine sehr gute Serie. Also wirklich, die ist wirklich so gut. Die ist witzig. Die hat aber halt auch so ein bisschen Crime. Was heißt Crime? Es ist halt, hat sowas mit Trickbetrügern zu tun und so. Und ich muss sagen, ich fand die Charaktere auch ganz weird am Anfang, aber eigentlich ganz cool. Und jetzt im Endeffekt, und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass die Serie zu Ende ist. Vor allem, ich war jetzt gleich so, wo ich die letzte Folge geguckt habe, war ich dann so und dachte, war es das jetzt? Kommt jetzt keine vierte Staffel mehr? Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es noch eine vierte Staffel geben wird. Ich weiß nicht, vielleicht frage ich gleich mal meine Eltern, ob die irgendwas wissen. Aber ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn da noch eine vierte Staffel kommt, weil ich fand die Serie echt gut. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wann die Serie erschienen ist oder so. Also ich fand die Serie wirklich gut. Ich meine, man kann da jetzt immer wieder was draus machen. Ja, die kann ich wirklich nur empfehlen. Sneaky Pete ist eigentlich eine ganz coole Serie, wirklich. Nicht schlecht. Oh, langsam wird es so richtig dunkel und das Licht wird immer schlimmer. Ich habe mich ja schon umgesetzt. Ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, also Sneaky Pete, Amazon Original, kann ich auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. So. Dann gucke ich jetzt mal auf meine schlaue Liste, beziehungsweise habe ich ja schon auf meine Liste geguckt, nachdem ich mir Sneaky Pete rausgelöscht habe. Aber ich habe ja hier auf meinem iPad meine kleine Serienliste. Und zwar habe ich hier noch Serien drauf, eben wo vielleicht neue Staffeln rausgekommen sind und so. Und ich habe gedacht, ich würde die jetzt gerne vorschieben. Aber einfach nur, weil zum Beispiel Riverdale, da muss ich ja auf jeden Fall noch die vierte Staffel gucken, wenn ich mich nicht irre. Die letzte Staffel, die ich geguckt habe, war ja, glaube ich, die dritte. Und Riverdale ist ja meine Lieblingsserie, beziehungsweise die erste Staffel war meine absolute. Also da Lieblingsstaffel und da hat das sich ja zu meiner Lieblingsserie entwickelt. Leider haben die Staffeln danach ein bisschen nachgelassen. Was heißt ein bisschen? Ein bisschen sehr. Ich glaube, ich muss doch Licht anmachen. Es ist zwar gelb und total scheiße, aber damit ihr mich überhaupt seht.
Aber wie gesagt, ich mag die Charaktere bei Riverdale einfach immer noch so gerne, dass ich deshalb so ein bisschen über die Story hinwegsehen kann. Oh, ich glaube, meine Kamera hat das Licht ein bisschen angepasst, dass es nicht ganz so gelb aussieht. Das ist ja nicht schlecht. Hätte ich mal gleich das Licht angemacht. Naja, gut. Wie gesagt, deswegen gucke ich allein deswegen schon weiter. Normalerweise wäre die vierte Staffel, glaube ich, auch noch gar nicht fertig. Also bei Riverdale ist ja immer das Problem, dass da nicht so wie bei allen anderen Serien alle Folgen sofort rauskommen von einer Staffel, sondern immer jede Woche nur eine Folge und dazwischen teilweise manchmal Monate Pause ist. Weil soweit ich mitbekommen habe von der deutschen Synchronsprecherin von Betty Cooper, die verfolge ich nämlich auf TikTok, deswegen habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Riverdale wird immer relativ kurzfristig gedreht, dann kurzfristig danach ins Deutsche synchronisiert, jede Folge und dann auch kurz danach direkt rausgehauen. Also liegt wohl alles nah beieinander, was ich so krass finde, weil ich habe das noch nie mitbekommen, irgendwie, dass das bei Serien so ist. Deswegen erscheinen die wahrscheinlich auch alle so komisch. Staffel 4 hätte, glaube ich, noch zwei, drei Folgen gehabt oder so, wenn ich mich nicht irre, die noch hätten rauskommen müssen. Aber da aufgrund von Corona konnte ja nicht gedreht werden. Und damit haben sie jetzt gesagt, dass sie mit 19 Folgen einfach Staffel 4 abschließen, obwohl Staffel 3 zum Beispiel 22 Folgen hatte. Und ich glaube, in dem Dreh befinden sich die anderen Staffeln auch. Und dann haben sie einfach gesagt, sie packen die anderen Folgen einfach mit in die nächste Staffel wohl mit rein, also in Staffel 5. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Staffel 5 dann auch die letzte Staffel sein soll. Ich weiß es nicht genau, weil ich weiß ja, dass bei Tote Mädchen lügen nicht, die Staffel, die jetzt rauskommt, Staffel 4, das soll ja dann die letzte Staffel sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei Riverdale auch der Fall ist. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf und glaube ich gerade vergessen. Ja, und deswegen würde ich mir jetzt einfach Staffel 4 angucken, weil die scheint ja jetzt dann doch endlich mal abgeschlossen zu sein, auch wenn es gezwungenermaßen aufgrund von Corona ist. Aber dann würde ich mir das jetzt nämlich als nächstes angucken. Einfach, ja klar, ich könnte jetzt sagen, ich warte, bis Tote Mädchen lügen nicht, die neue Staffel rauskommt, dann kann ich natürlich erstmal das gucken. Aber bei meinen Eltern auf der Serienliste ist die nächste Serie, die ich auch selber noch nicht abgeschlossen habe, Riverdale. Und also danach kommen wohl noch zwei Serien. Also meine Eltern gucken gerade eine Serie, die hat aber nicht viele Folgen. Danach gucke ich mit meinen Eltern Dark. Da weiß ich auch, kommt Ende Juni schon die neue Staffel, also die dritte Staffel. Und aber bis dahin ist noch Zeit. Das heißt, bis dahin habe ich wahrscheinlich schon die zwei Staffeln Dark durchgeguckt mit meinen Eltern. Das heißt, dann verschiebe ich die dritte Staffel mit meinen Eltern eben auf irgendwann mal anders. Dann gucken wir ja die zwei Staffeln You. Dann gucken meine Eltern wieder zwei Serien. Und dann kommt auch schon Riverdale. Und deswegen würde ich gerne Riverdale jetzt einfach die vierte Staffel gucken. Mal sehen, wie schnell ich das durchgucke, weil bei Riverdale bin ich immer ziemlich schnell. Wie gesagt, weil ich auch immer total hyped bin, auch wenn ich die Story nicht mehr so gut finde wie am Anfang. Allein schon, weil ich mich so in diese Charaktere verliebt bin, bin ich einfach die ganze Zeit immer überhyped, wenn ich die Serie gucke. Und deswegen würde ich als nächstes wahrscheinlich Riverdale gucken. Dann wahrscheinlich die neueste Staffel Tote Mädchen lügen nicht, damit, wenn ich mit meinen Eltern, mit meiner Mama, weil ich das ja gerade mit meiner Mama gucke, die dritte Staffel, damit ich dann auch so schnell wie möglich mit meiner Mama die vierte Staffel gucken kann. Ich habe ihr nämlich noch nicht gesagt, wann die vierte Staffel erscheint. Und sie hat sich da auch selber noch nicht informiert. Deswegen, mal schauen. Muss ich mal gucken, ob ich dann auch schon die dritte Staffel von Dark gucke oder ob ich dann endlich mal wieder eine Serie gucke, wieder, die ich noch nicht gesehen habe. Weil eigentlich ist meine Serienliste hier nochmal ein bisschen anders sortiert. Aber ich muss mal schauen. Vielleicht verschiebe ich Dark auch noch ein bisschen und gucke dann wieder auf die Serienliste meiner Eltern und wie ich mich da am besten richten könnte. Weil das Ding ist, wenn ich mit meinen Eltern Riverdale gucke, dann gucken meine Eltern noch eine Serie und dann kommt wieder eine Serie, die ich mit denen zusammen gucken will, beziehungsweise die ich auch vorher wieder einzeln gucken will und die ich selber aber noch nicht geguckt habe. Deswegen müsste ich vielleicht, ich muss mal gucken, weil meine Eltern gucken sehr schnell. Aber ich will unbedingt jetzt erstmal Riverdale gucken. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, das, womit ich heute noch meinen Abend verbringen werde oder vielleicht auch meinen morgigen Tag. Ich muss mal schauen,
falls ich nicht doch zwischendurch nochmal drehe morgen oder schneide. Wenn ich jetzt auf jeden Fall mit Riverdale anfange, ich freue mich da so ein bisschen drauf, auch wenn ich, wie gesagt, die Story nicht mehr so gut finde wie am Anfang. Aber dazu kann ich ja dann kommen in meinem Fazit von der vierten Staffel. Das war jetzt heute eigentlich überwiegend mein Fazit zu Sneaky Pete. Ich habe mal wieder ein bisschen mehr erzählt, aber that's it. Peace.